Oh Gott, ich sehe schon wieder kommen, dass jeder Deutschlehrer, der sich das wirklich antun würde, sich im Grabe umdreht. Ach ja, Oh, eine Ellen. Hallo, meine Kleine. Die ist eigentlich relativ cool. Oh, aber die macht mich platt. Ellen ist relativ stark, wenn sie hochgelevelt wird. Kann ich euch nur empfehlen, falls ihr es mal mit ihr probieren wollt. Ich möchte sie auf jeden Fall haben. Also sie lernt ein paar richtig gute Sachen, wenn man sie gut trainiert. Weißt du was, dieses rote Tüchlein? Ich nenne sie Rot. Ach so, Umlaute gibt's ja gar nicht. Rotkappi. Oder Tja. Wohl, mal überlegen. Wie könnte ich sie nennen? Ach, na doch. Rotkappi, du bist dran. Ja, das ist doch ein schöner Name. Rotkappi. Puh, aber ich soll aber wirklich anfangen, die Viecher zu leveln und nicht jedes einzufangen, was ich finde. So mache ich keinen Gewinn. Nee, komm. Ah, Tackle, kein Effekt. Lucy, du musst ran. Komm. Mach platt. Sei ein braves Mädchen. Gut. Lalala. Ah. Nazrin gegen Nazrin. Das ist doch mal schön. Bei dieser Version kommen übrigens die neueren Tohos vor. Also Nazrin ist ein relativ neuer Toho-Charakter, soweit ich das weiß. So wie ein paar andere. Die wurden, glaube ich, in den letzten drei, vier Spielen eingeführt. So in dem Zeitraum, also die Toho-Reihe, nicht die unzähligen Ableger davon, wie Marissa Land etc. Bla, schlag mich tot. Und warum drücke ich hier ständig auf den Knopf, wenn das eh keinen Effekt hat? Ach, meine Güte, wenn ich mal quatschen bin. Komm, du Schirm, geh drauf. Ja, aber ihr merkt schon, es hat schon seinen Sinn, wenn man so einen kleinen Schirm dabei hat. Weil die meisten Attacken treffen bei einem Geist-Pokémon ja nicht. Also wenn es normale sind. Oder habe ich das so richtig in Erinnerung von den Elementen her? Ach, es ist schon ewig her, dass ich mich mal richtig mit Pokémon befasst habe. Ja, auch ich hatte mal Pokémon-Karten, das ist. Wie viele Jahrzehnte her? Ach Gott im Himmel. Da habe ich mich auch aber nicht wirklich mit dem Zeug befasst. So. Ach, da draußen geht schon wieder das Telefon. Ach, soll ein anderer gehen. Ist mir gerade egal. So. Gut. Okay. Jetzt wollen wir doch mal gucken, wie viel brauchen wir denn eigentlich noch bei ihr? Lass mal schauen. Okay. 7, 6, 10, 8, 6. Ja, die Werte, die könnte man noch besser aufbauen. Ja, aber du hast relativ gute Werte. So für einen Starter. Nicht übel. So, dann wollen wir doch mal weitergucken. Na, 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 na. Ja, aufleveln ist ja das halbe Leben. Kennt man ja nicht anders. Wer nicht levelt, den bestraft das Leben. Und wir werden es auch bitter nötig haben, weil wir kriegen bald einen Gegner, der uns ein verdammt gutes Boneka geben wird, das wir auch eine ganze Weile behalten. Also es gehört zu meinen Lieblingen und mit dem habe ich auch das erste Spiel durchgeschafft. So. Yay! Ich kann doof rumrennen. So. Eins auf die Mütze.
Ah, Mausi Level 4, das ist doch gut. Und noch eine. Meine Güte, hier muss ein. Nein, nein, ich sag's nicht. Ich wollte jetzt schon sagen, hier muss ein N-Bieb-Nest sein. Aber wir wollen jetzt nicht in diesen grau-braunen Tönen denken. Ah, nein. Ah, diese Vergleiche sind noch nicht jugendfrei. Was treibe ich denn hier? Um Gottes Willen. Ihr habt das jetzt nicht gehört, liebe Kinder. Denkt euch nichts dabei. Der alte Mann, der da spielt, ist ein bisschen blemblem in der Birne. Man könnte mal sagen, Matsch-Matsch-Kopf. So. Jetzt haben wir hier ein bisschen Spaß. Ein paar Trainer, die uns auf die Nüsse gehen. Das ist schon alles. Recht machbar. Okay. Tackle. Und Lucy. Immer schön kombinieren. Ich freue mich schon drauf, wenn wir den ollen EP-Teiler kriegen. Wenn ich ihn mal wieder nicht vergesse, wo der ist. Ernsthaft, beim letzten Mal habe ich auch wieder vergessen, wo ich den herkriege. Manchmal ist wirklich schlimm. Oh, der dreht mir den Arsch zu. Quatsch ich dich halt mal an. Yay, Rickle! Was ich mich ja so freue, Rickles Entwicklungsform hat diesmal ein Sprite, wo man auch Brüste sieht. Die ganze Zeit denkt man, Rickle ist ein Kerl. Ich meine, selbst bei dem Namen kommt man nicht auf die Idee, dass es ein Mädchen sein könnte. Ja, wieder so ein kleiner lustiger Fact zu Toho: Die meisten Charaktere sind weiblich. Wie viele gibt's denn da? Der Lehrmeister von Yomu. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Yubei oder so. Dann Rinosuke. Dann noch ein. Ja, so wirklich viele bekannte Kerle gibt es da eigentlich nicht bei Toho. Naja gut, andererseits in einem Land voller bekloppter Weiber, die einen umbringen könnten, indem sie nur mit dem Finger auf ihn zeigen, würde ich auch nicht leben wollen. Da würde ich ganz schnell die Fliege kratzen. Kurve. Warum will ich die Fliege kratzen? Die kratzt mir auch nicht den Buckel. So, Antidot und Portion. Gut. Oh, Patchouli! Patchouli! Die möchte ich haben. Oh Mann, sag mal, hast du nicht dieses komische Smoke-Ding? Ach, schade. Patchouli ist genial. Was hast du eigentlich für Lick? Stimmt. Ah, eine Patchouli möchte ich mir so schnell wie es geht zulegen. Die ist teilweise auch richtig genial. Mal gucken. Na, verdammt. Ach, Luna Child, die kann man platt machen. Die interessiert keine Sau. Die ist doof. Jetzt muss ich mir gerade überlegen, wie kam ich denn dann nochmal. Ach ja, hier. Ah, das ist wieder ewig und 10 Tage her, dass ich mal in dieser Ecke unterwegs war. Aha. Du quatschst nur Blödsinn, das ist, finde ich, schön. Ach ja, Bären kriegt man hier auch. Also im Prinzip alles, was es so an Neuerungen damals gab für Saphir, Rubin etc., ist hier auch vorhanden. Es gibt auch die Schönheitswettbewerbe, falls ihr das jetzt auch fragen wollt. Habe ich auch schon bei ein paar mitgemacht, aber naja. Bin ich nicht so der Fan von. Ich bin mehr fürs grobe Kloppen da. So, Mausi, leg mal los. Könntest mal ruhig was Neues lernen. Ach, ne Mochi. Momochi. Meine Güte. Jetzt tue ich euch ein vorenthalten. Konfusion. Kopfnussstrahl. So, das ist doch gut. Ne? Bachi. Bachibu. Wisst ihr was? Ich probiere es jetzt. Na, nein, 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 nein. Den Premiere-Ball, den hebe ich mir auf. Och, komm schon. Schade. Ich hätte jetzt so gehofft, dass es mal funktionieren könnte. Oh, und die macht uns jetzt das Leben schwer. Ja, ihr seht richtig. Rin von Vocalution. Also Vocaloids. Und zwar, lasst mich nicht lügen, das hatte irgendwie damit zu tun, dass die Songs von Vocaloid oft für Toho-Videos umgemodelt wurden und daraus irgendwie so eine Partnerschaft entstanden ist, etc. Also ebenso denkt man an das eine, denkt man an das andere. Ich müsste mal Kizuna nochmal fragen und Shadow, die kennen sich damit eher aus, was das so für Hintergründe sind. Ja. Auf jeden Fall, wenn wir die Tussi packen, kriegen wir ein verdammt geiles Boneka. Ach, komm schon.
G-Blatt. Na? Wobei, ich bin jetzt gerade am Überlegen. Das war beim letzten Mal aber, wo ich das mit Ding gespielt habe. Na, mit dem anderen Starter-Vieh. Ein anderer Gegner. Das verwirrt mich jetzt gerade ein bisschen. Aber gut, du willst Krieg? Ich geb dir Krieg. Okay, hab ich noch... Nein, ich habe nicht. Na, schön. Schöne Sache. Ich hoffe mal, ich bin unempfindlich gegen die Attacke. Nein, bin ich nicht. Es muss hier natürlich gleich ein Donnerschock sein. Hm. Was Normales hast du nicht auf der Pfanne, hä? Ja, ihr merkt jetzt langsam, warum ich ein bisschen leveln wollte. Die kriegen wir aber auch schon klein. Also die letzte hat mir schon mehr Sorgen gemacht. Ich will euch jetzt aber nicht verraten, wen ich da zum Gegner hatte. Bitte ja den Spaß. Es, senken. Genau. Und irgendwann lerne ich auch wieder sprechen. Mal überlegen, Paralyseheiler. Vergiftet werde ich von der Art Gegner auch nicht. Okay. Bei, warte mal. Beere, was bringt mir das? Nicht wirklich viel. Die hebe ich mir lieber auf. Verkaufe ich doch lieber nochmal ein paar Mikro-Orbs. Ich würde es zwar später wieder bereuen, wenn ich wieder zu wenig habe, aber mindestens zwei Tränke könnte ich gebrauchen. Das wäre wirklich nicht übel. So, gut. Dann machen wir die olle Truse mal platt. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Mausi. Ja, die lasse ich mal vorerst drin. Die hat ihren Job eigentlich relativ gut getan. Und ich habe schon wieder die Ausfahrt verzweigt. Vergeigt. Meine Güte, ich finde schon wieder Worte. Aber Moment, wenn ich eh schon hier bin und sie kurz vom Level up ist, dann mache ich das noch schnell. Ach ja, ist es nicht schön. So, aber lernen tut sie nichts. Doofe Maus. Ganz, ganz doofe Maus. So. Ja, es geht relativ schnell, wenn man ständig den Speed-Knopf drückt. Jetzt bin ich eins zu weit. Okay, es hat auch schon seine Nachteile, wie ihr gemerkt habt. Man rennt rum wie ein, ja, LSD-Hörnchen. Das ist eine Mischung aus Eichhörnchen und LSD. So. Tackle. Ich tackle dich weg. Boah. Auch noch Rückkehr. Ich glaube, du spinnst. Okay, die macht mir Sorgen. Moment mal, habe ich nicht vorhin getönt von wegen den Paraheiler brauche ich nicht mehr? Bin ich eigentlich besoffen gewesen, als ich das gesagt habe? Ich weiß es nicht. So. Jetzt gib auch mal auf. Jawohl. Gewonnen. Yay. I am Ichi vom Yama-Region. Bla. Ich quassel dich voll. Ah, und wir haben bekommen Miku. Das verdammt nochmal geilste Vieh, das wir kriegen können. Zumindest für den Anfang. Und auch fürs Ende. Weil die lernt wirklich geniales Zeug und hat wirklich geile Werte am Ende. Ah, sie hat auch schon wirklich ein paar richtig geile Sachen drauf. Also ich kann es euch nur empfehlen, behaltet sie im Team, wenn ihr sie kriegt. Jetzt muss ich sie mal ein bisschen switchen. So. Wobei, Rotkäppi hat das Training eher nötig. Lass mal sehen. Level 2, Gengi dürftest du eigentlich gewinnen. Oh, das ist doch leicht. Komm, streng dich an, das ist eine Tube Sonnenmilch, die wirst du ja wohl noch packen. Na, gutes Mädchen. So. Portion. Poison. Konfusion. Und weg ist sie. Na klar. Doch wieder Miku einsetzen. So, du willst Stress? Komm her. Ich geb dir Stress. Ah, Chen. Die hole ich mir auch noch. Ich weiß auch schon wo. Werdet euch jetzt wahrscheinlich denken, kommen jetzt die alten Viecher auch drin vor? Ja, einige kommen vor. Und ich werde euch auch zeigen, wo ihr die herkriegt. So, Miku, streng dich an. Das ist nur eine Schüssel Müsli. Okay, Mist, ja. Mist mit Müsli. So,